Ja, Instreak 12. Noch drei und ich habe dreimal so viel wie mein vorheriger höchster. Nee, sieben war es. Noch zwei und ich habe doppelt so viel. Sehr geil. Der Eisei ist schon wieder verschwunden. Jetzt weiß halt nicht, wie mein Kollege heißt, ne? So. Ich habe auf normal. Ich habe aber den letzten nicht auf normal gespielt, oder? Ne, ich bin eben drauf gekommen, hoffe ich doch mal. Gut. Ansonsten tut es mir schrecklich leid. Ja, klar. So, Curse of the Darkness. Wir müssen für die Shops, glaube ich, nichts mehr zahlen. Wir haben zwei blaue Herzen, Guppy's Paw. Zwei Strich. Damage gefällt mir. Damage Shot Speed gefällt mir, ist gut. Alles in Ordnung. Ach, das ist schon mal ganz schlecht. Und das mit zwei Herzen nur. Aufpassen. Muss ich mir nachher nochmal angucken, ob ich den ersten Mal wirklich auf normal gespielt habe. Das wäre ein bisschen peinlich. Aber gut. Wenn, dann war es keine Absicht jetzt, ne? Boss schon hier. Klasse. Anderthalb Herzchen. Das ist immer so, oh, kritisch. Irgendwie von der Bombe oder so getroffen werden und es wird eng, ne? Nein! Nee, nee, das war vorher. Ich habe mir die Videos ja schon angeguckt. Das war. Hier darf ich für Münzen rein. Ah, natürlich jetzt hier kein Herzchen. Eine Bombe wäre hier. Wenn ich einen blauen Dings finde. Oh, fies. Warum ist der Raum da unten offen? Was ist das für ein Scheiß? Warum ist der offen? Wir bekommen. Echt jetzt? Hier könnte ich mir Geld raussprengen, aber dazu bräuchte ich ja erstmal eine Bombe. Oh, jetzt muss ich mit ein so einem Herzchen zum Boss, echt jetzt? Den Geheimraum suchen noch. Hier könnte er sein. Und hier kann er nicht sein. Das heißt, theoretischerweise könnte er ja nur, wir sind hier, hier unten sein, hier rechts. Also entweder könnte er hier sein oder hier. Und hoffen, dass da irgendwas drin ist. Mach das mal. Jetzt könnte ich mir da noch sechs raussprengen. Dann könnte ich mir mit sieben Sharp Luck kaufen. Das bringt mir aber auch nichts. So, was sagt ihr? Hier? Oder hier? Hier oder hier? Ist die Frage. Und du bist ab. Dann ist er hier. Yes. Jo, dir auch viel Spaß. Jake Blood, 1, 2, 3, 4. Bomben. Zwei Bomben. Mit zwei Bomben kann ich Folgendes machen. Nicht wirklich viel, ne? Ich könnte den Super Geheimraum suchen und auf so geile blaue. Normal ist er immer hier irgendwo, der Super Geheimraum. Ich teste das einfach. Bitte. Arg. Tja, Geld und alles weg. Und ich calle The Hound. Ragman, noch toller.
Als echte Hauen schaffen, ohne getroffen zu werden. Oh nein, Spinne weg. Nein, jetzt wird's hart. Nein! Oh, jetzt wird's heftig. Sterb, du Drecksau. Halo. Ein Traum. Halo. Wisst ihr, was ich damit mache? Oh. Gottes Willen. Boah, knapper geht's nicht mehr, ne? Von wegen, du bist tot. Profi. Einfach nur. Ich zitter aber ein bisschen. Jetzt aber ganz low spielen. In so eine Situation will ich nicht nochmal kommen jetzt. Oh Gott. War das schon wieder knapp gerade, ne? Nein! Das ist so ein Mini-Ding. Der schießt auch noch schnell, ne? So. Die Powerpill, toll. Ist da noch eine? Jawohl. Noch eine Powerpill. Wenn ich irgendwo ein Steinchen übersehe oder so, sagt's mir. Ja, das war ein Millimeter daneben. Jawohl. Ich bin ja immer noch da. Konnte nicht schieflaufen. Danke für den Optimismus. Ich weiß gar nicht, hier bin ich hergekommen, ne? Bin ich hierher gekommen? Keine Ahnung. Geh einfach weiter. Nee. So, Münzen sammeln. Ist mir alles noch ein bisschen zu knapp hier. Aber Damage ist okay. Schatzspeed ist okay. Ich hab 3 Herzchen. Ich darf es halt nur nicht verkacken jetzt wieder, ne? Ja, Lil Chat, deine Herzdrops bringen mich nicht wirklich weiter. Oh. Ja, keine Bomben. Schade. Zwei Schlüssel, ja, dann machen wir das mal. Danke. Dann können wir doch. Wie machen wir denn eigentlich? Wir machen die Blatt. Gut, 2 Bomben, dafür eine Bombe und einen Schlüssel bekommen. Das war jetzt sehr effektiv. Blaue Pille, nee, die lasse ich mal. Hier ist sonst nichts mehr. Hier war auch Sackgasse, ne? Okay. Dann zurück. Oh, die hasse ich ja auch. Das Ding hasse ich ja auch. Da oben ist auf jeden Fall sind nochmal Dingenskirchen. Wie heißt's? Da warte ich jetzt aber mal. Die gehen jetzt nach rechts, dann gehen sie hoch und dann gehen sie nach links rein und dann gehe ich rüber. So. Dann habe ich hier nämlich ein bisschen Zeit. Oh, nice. Dann gehen wir mal oben rein. Weg. Boah. Das ist der Boss. Halt im Raum habe ich noch nicht. Herzchen sammeln. Oder den Rock, den will ich auch nehmen jetzt.
Wo? Hier. Bombendrop? Nein, leider nein. Da kommen ein paar Münzen jetzt. Auch noch ein paar Münzen. Gib doch so gerne Geld im Shop aus. Das ist auch eine Sackgasse oder was? Boah. Aber hier eine Bombe, dann habe ich hier zwei. Also eine Bombe wäre sinnvoll. Ich mach das jetzt weg. Ich will nicht meinen Streak verlieren. Als später irgendwer an einem Herzen scheitert oder so. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig beim Zugucken. Ich kenne das. Da wären auch, könnte ich auch noch zwei Bäumchen rein, ne? Naja. Den kriegt man so auch kaputt, ne? Dauert alles halt nur super lang. Dann kommt man manchmal sogar an die 5er Münzen ran. Geil. Ich glaube, den kriegen wir auch noch. Yes. Okay. Keine Bomben ist schade. Dann nehmen wir das hier mit. Danke. Bombe. Scheiße. Gut. Alles gut. Ich hab doch eine Bombe. Ich depp. Können wir erstmal das hier machen? Ich doch gleich machen hier. Wo war das? War oben, ne? Hier war das. Genau. So, und jetzt hier mittig sprengen. Zack. So, und dann gucken wir mal, was das für eine schöne rote Karte ist hier. Nein! Zu tief gesprengt. Naja, Schlüssel ist jetzt nicht ganz so wichtig. Die Karte gibt ja schon 5. Das ist auch geil. So, jetzt auch mal ein Eis im Raum suchen, ja. Hier war ich ja schon, ne? Was haben wir hier? Da ist der Eis im Raum. Jo, ist ganz nett. Sehr nett sogar. Das Item geil. So, 5 haben wir wieder. Bringt auch nichts. Die Powerpill nehmen wir noch mit. Ich mache jetzt hier noch weiter. Nee, das muss jetzt nicht sein. So ein paar schwarze Herzchen. Wo war denn der Boss? Der war oben, ne? Also war da links? War ich da schon? Keine Ahnung, hier zum Boss. So, da setze ich aber nicht meine Powerpille ein. Das kriege ich auch so hin. Spreng ich mit Bomben selbst. Immer das Schönste, mit Bomben selbst sprengen. Das ist geil an dem Boss. Upp, tschüss. Nicht mal 15, ne? Hallo. Bam. So ein geiles Item einfach nur. Ja, dann ist ja die Dark Bum Little Chubby Kombi confirmed, würde ich sagen. Ist ja nett. Und da gucken wir doch mal, wo da noch so überall Herzchen rumliegen. Hier zum Beispiel. Dark Bum Little Chubby Kombi, ein Traum. Ist ein Traum. Risiko. Den Super Bum. Also den Bum Friend in ganz groß oder was?
Hier war ich nämlich noch gar nicht. Ach, guck mal da oben. Oh Gott, ich habe aber auch ein verdammtes Lack. Nimm den auch mal noch mit. Die nimmt er ja nicht, ne? Hier ist noch eins. Da war keins drin, oder? Nee. Gibst du mir was? Nein. Nein, die spreng ich jetzt nicht. Ich habe gar keine Bomben mehr. Okay. Was war hier noch? Das war der Shop, ne? Alter, nur Blödsinn. Ja. Wenn du den Dark Bomb hast, den normalen Bagger und den Key Bagger hast. Ne, das habe ich noch nicht gehabt. Das ist aber auch kein Achievement, denn sonst hätte ich's, ne? Ne, das habe ich noch nie gehabt. Haben wir hier noch? Ach, hier, guck mal. Herzchen. Das ist ja lustig. Was kann der dann? Nimmt der, klaut der dann alles? Und gibt dann alles? Gibt der schwarze Herzchen dann? Das wäre fett. Okay, das war's. Wir gehen weiter. Das wäre fett, wenn der schwarze Herzchen... Ich sitze immer ein bisschen zu weit links, ne? Das wäre geil, wenn der schwarze Herzchen geben würde. Was war hier noch? Ach ja. Okay, nur der Dark Bomb. Warum ist der eigentlich offen? Ich habe keinen Goathead. Ist das manchmal zufällig oder was? Schön in die Ecke gequetscht. Das mache ich gleich. Das ist eigentlich ein Klassiker. Genau. Ah, ich wollte da hinten hinkicken. Naja, egal. Aber da ist der Stein drin. Nein, auch nicht. Schade. Warum hat er so wenig ausgehalten? Fuck, ich hab's gewusst, ich hab's geahnt. Das sind nervige Tanky-Viecher. Oh fuck, der war ein Stück zu weit drüben, den habe ich nicht mal kommen sehen. Aber wir haben ja Dark Bummy. So, Damage wäre jetzt mal angesagt, ne? Der nimmt alles außer Bombenkisten und Items und gibt dann Kisten, Herzen, Münzen, Schlüssel und so weiter. Oft sind es Sachen, die er selbst wieder aufheben kann, wie Münzen oder Herzen. Das ist geil. Das ist so blödsinnig wie, ich meine, in dem Fall kannst du es ja dann wieder aufnehmen, wenn du schnell genug bist. Das ist aber meiner Meinung nach so blödsinnig wie das dieses eine Buch, Batterientraub, mit dem du das Buch wieder aufladen kannst, ne? Halt sinnlos. Nimm das hier. Ah, fuck. Natürlich nix. Ach, stimmt, der kann die da unten ja auch noch nehmen. Aber bitte nicht da unten spawnen dann. Gut. Wir können eigentlich mal hier rein. Oder kann ich hier? Nee, kann er nicht sein. Wir können mal da reingehen. Die hasse ich ja auch, die Typen. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, die schön zu bekämpfen. Oh oh. Gut. Okay, leider nix.
Dreimal Tanky, super. Oh, meiner mal sterben jetzt. Jetzt würde ich ja Little Brimstone feiern. Leider dann an Position 3, aber ich würde ihn feiern. So viel Schlüssel ist echt scheißegal. Oh, oh. Ah, das war sehr, sehr selten dämlich. Hoppa. So. Noch von diesen Viechern. Itemraum, endlich. My Reflection, hallo. Cooles Ding. Ne, ich glaub nicht. Obwohl doch bestimmt, ich habe ja, um 1001% zu kriegen, habe ich hier halt im Greed Mode Game Break gemacht. Und da ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Da hatte ich, glaube ich, da hatte ich alle Items. Da waren halt wirklich nur noch. Da hatte ich dieses Betrayal, dieses kleine Messer. Und das droppt anscheinend nicht in diesem fucking. Greed Mode. Schade. Und da hatte ich wirklich eigentlich, ich glaube, alle Items. Da müsste ich auch alle Verwandlungen dann gehabt haben. Mit Chaos dann natürlich. Das wird übrigens ein heftiger Boss hier gerade. Auch noch diese Arschlöcher spawnt hier. Oh mein Gott. Peace High Priest Riskarte, danke. Boah, zum Glück habe ich die noch gehabt. Bloodcloth, ne, Cube of Meat ist das. Und Krampus jetzt, ne? Nein. Ah, die ist unnötig. Das ist echt unnötig. Scheiße. Okay, weiter. So gut, das sehen wir jetzt, ja. Ja klar, die Bob Transformation, warum nicht? Da wollte ich ja nur das eine Item einfach farmen. Warum geht der auch in dem Moment in diese Richtung, nicht in die andere? Diese Typen hasse ich ja auch, wenn ich so wenig Damage habe, wie ich jetzt gerade habe. Oh Gott. Die halten auch so viel aus, ne? Ich brauche Krampus und Kohle jetzt mit My Reflection, ganz klar. Da geht ja kein Weg dran vorbei. Dann gib mir mal ein Herzchen, gut. Wo ist denn eigentlich, wo muss ich denn noch hin? Da oben ist der Shop, da muss ich nicht hin. Ich muss eigentlich noch Münzen farmen, ne? Den Itemraum, den schönen hier. Leider nein. Boah, ist er schnell. Bombe. Ja.
Ah, hallo. Yeah, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Ja, da oben will ich aber auch noch rein. Zumindest mal gucken. Okay. Hier kann ich sogar rein. Ich habe keine Bombe. Shit. Was gibt's hier? Komm, wir machen das mal. Sehr schön. Kann ich wenigstens das Ding aufsprengen? Oh, fuck. Ziemlich nah ran, ne? Ich mache halt keinerlei Damage. Vielleicht nervig. Wie viel Damage machen wir eigentlich? Zwei Striche, ja gut. Das sagt einiges aus. Man sieht es ja hier, ne? Wow. Stirb. Stirb. Der ist down. Oh Gott, ist das der komische Megamon, der so komisch springt, spritzt? Nee, ist er nicht. Okay. Dann ist okay. Er macht gar nichts. Was haben wir? Ja, so langsam wäre Damage angesagt. Mit dem hier können wir ja... Boah, wie schmeiß ich die denn? Scheiße. Mir egal, kriege ich halt Schaden. Und das geht nicht mal. Okay, 1 für 2 ist okay. Da drüben in den Raum will ich auch noch kurz rein. Wir haben jetzt eine Monster-Schatzspeed. Oh, Crab Transformation? Was war das? Kenne ich nicht. Ich glaube, das kenne ich nicht. Das ist ein fieser Raum mit My Reflections. Danke. So, hier wollte ich noch rein. Okay. Hi. iCat Key FE. iCat Key FE? Das ist richtig. So, komm, den noch hier. Ich hab ja einen Cube, ich kann ja ein bisschen in den Nahkampf gehen. Ist ja nett. Oh, harter Raum, harter Raum. Gut, geht's. Oh, das ist nett. Auch noch ein Herzchen. Okay. Sackhead, das wäre natürlich Weltklasse. Gut. Dann Bossi, ne? Ist klar. Hier? Testen. Leider nein. So, wer kommt? Ach ja, gut. Oh, scheiße. Ich will nicht beim Boss getroffen werden. Ist doch Blödsinn. Okay, ist nett. So, und jetzt Krampus mit Kohle, bitte. Ah, fuck. Das Buch ist halt auch schon nice, ne? Komm, das nehmen wir mit. Equally the Flush und the Poop für die Transformation. Upon picking up all three items from following list, Isaac will heal half of a red heart each time pile of poop is destroyed. Alter, das ist ja auch imbar. Auch geil, gut. Ist halt ein bisschen Glück, ob jetzt so ein Poop halt irgendwo im Raum steht oder nicht, ne?
Ja klar, unsichtbar. Curse of the Darkness, ist ja klar. Wie soll es anders sein, ne? Ja, das muss er erstmal bekommen, das stimmt. Zum Glück gibt sowas auch nicht irgendwie ein Achievement, ne? Sonst da wird es halt ewig farmen. Außer halt, wie gesagt, Greed Mode und dann halt Dings machen. Vielleicht habe ich das sogar schon gehabt und habe es gar nicht gewusst. Was ist los? Eyecat Kifi. Mit Wein. Tschüss. Okay. Oh, schöne Isaac-Emojis. App. Boss unten rechts, Shop. Kampfraum würde ich noch gerne gehen. Mir fehlt halt noch ein Haufen Damage, ne, um das Spiel so zu beenden. So guten Gegner. Hallo? Nehmen wir mit. Ja, das ist halt Blödsinn. Aber da gehen wir trotzdem mal runter. Das machen wir auch. Hallo, Keeper Tears. Oh, ah. Hallo? Wie oft will er denn noch springen? Ja, guck mal. So schnell bekommt man Geld, ne? Cool. Zählt das dann doppelt? Ich habe keine Ahnung. Source Energy, das heißt, ah ne, da kann ich es zweimal drücken, ne? Okay. Ich muss zu Boss. Ist eigentlich Depths 1, ja. Ja, der Damage wird jetzt trotzdem nicht mehr dadurch, ne? Uiuiui, das war eng. Super Mini-Tier ist eigentlich, wenn man ehrlich ist. So, aber noch Haufen Münzen. Ja, Darkbank, komm noch ein Herz hin. Hier. Ja, ich kann es halt dann zweimal einsetzen. Also in einem Raum, wenn ich jetzt zum Beispiel ein XL-Eben habe, ist es ganz nett. Das war es dann aber auch schon, ne? Ah, ich habe keine Bomben mehr. Wo ist denn der Boss? Ach, da drüben. Ja, aber der Schatzspiel ist geil. Nein, was mache ich denn? Von oben drüber, warum auch immer. Oh Mann, oh Mann. Viermal getroffen worden von dem Arsch. Das ist nett. Endlich mal ein Damage ab. Krampus jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, das hier macht doch Sinn ab. Das heißt, ich krieg danach noch mehr Herzchen und der Pack ist billiger, oder? Ja. Geil.
Aber andersrum wäre es sinnvoller gewesen. Ja, ist wurscht. Range down. Amnesia. Ach, das ist wirklich so. Okay. Das ist cool, das habe ich auch nicht gewusst. Ich habe gedacht, die stacken nicht. Da fehlt wieder die Missing H2, wenn die das erkennt. Da würde man das dann sehen. Na? So, was haben wir hier? Ach, ganz ehrlich. Will ich gar nicht haben. Boah. Durchgeflitzt, gerade so. Okay. Ah, ich denke mal, es geht da drüben nach oben dann. Kommen eigentlich die ganzen Fliegen her? Keine Ahnung. Ist mir auch wurscht. Doch, guck mal da oben mal rein. Hört? Ah, oh, wieder ein Unsichtbarer. Ich glaub's ja nicht. Ach, den hasse ich auch, wenn ich nicht fliegen kann. Ich mach den mit. Ich mach den jetzt. Mach sie jetzt mit hier. Ah, oh, ich fress gerade ziemlich viel, ne? Okay. Ja, die Fliege wäre ein Item für die Beelzebub Transformation. Okay, aber ich habe noch keine einzige Fliege, also wurscht. Dafür das jetzt machen. Oh, Step. Greedy, hallo. Wir mal, dass der Shop irgendwo ist, ne? Da wollte ich ja nicht gerne den. Och, ich habe nur auf die Gegner geguckt gerade. Shit. Naja. Da wollte ich doch gar nicht. Was spiele ich denn gerade zusammen hier? Mit der Konzentration hier. Fool, okay. Och. Hangman. Gut. Ja, dann wird wohl der Hangman dran glauben müssen. Ist ja klar. Herz bitte? Nein. Okay. Schlecht gerade. Piggybank braucht jetzt auch keiner mehr, ne? Spende ich lieber. Die Bombe könnte ich mir noch holen. Jo, wach werden. Hast du recht. Naja, klappt schon. Ja. Danke, dass du mich noch drauf aufmerksam machst. Häufig hier spenden kann, ist ja nett. Geht noch mehr. Immer noch. Den wegsprengen, ne, bringt jetzt nichts. So, und wir bekommen. Ach, ich depp. Wie geil ist das denn? Okay, also ein paar Münzen brauche ich schon noch. Ich habe ja dieses Starter-Item gehabt hier. Das ist genau das Item, was. Das kannst du mitnehmen, ne? Aber
Guck mal. Ach, was ist denn jetzt? Unnötig. Schön drauf bremsen. Ja, geht ja ganz gut runter. Das ist nicht so wie beim letzten Run. Da war es schon ein bisschen einfacher. Ja. Schon aufgepasst. Wir kriegen keinen Devil Deal. Seit langem mal wieder keinen Devil Deal. Okay. Ja, der Run ist noch nicht safe. Definitiv nicht. Abwarten. Boah, ist das zweimal Laseraugen? Wie fies ist das denn? Ja, natürlich. Zwei Laseraugen sind unglaublich. Das ist echt fieser Raum. Und wieder ein Unsichtbarer dabei. Oh, oh. Nein! Das wird hart. Ich habe halt null Damage, ne? Das ist echt krass. Wollen wir mal testen. Was macht das? Weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was Mysterious Paper macht. Bist du wieder gefragt. Gib mir Herzchen. Diese Viecher hasse ich auch wie die Pest. Ich glaube, das war nicht gut, Mysterious Paper, ne? Wird der von meinen Penny Tears ein bisschen runtergedrückt? Ich glaub's ja nicht. Okay. Oh, da ist rote Grütze auf dem Boden. Aufpassen. Aufpasse. Hier, schnapp dir das Ding. Und gib mir Zeugs. Okay. Ui, harter Raum. Naja, wohl. Gehen wir einfach nur nach, ne? Müssen wir den da hinten erwischen. Der hier, der explodiert. Aber nicht bei mir explodieren lassen, genau. So ist das richtig. Das ist mir lieber. Egal, was Mysterious Paper macht. Ah! Ich hab gedacht, ich treffe den Scheiße. Hier geht's echt nicht zum Boss? Ach. Fuck. Oh, auch hart. Mit My Reflections, okay. Oh. Es wird eng. Natürlich. Und der Arsch sperrt hier. Danke. Das ist meine letzte Rettung hier. Dark Bum und Dings Combination, ne? Natürlich. Ich muss jetzt alles nutzen, was ich habe. Das ist normal auch so ein Ding für einen Supergeheimraum, ne? Yes. Ja. Nur noch der Dicke, oder? Ja.
So. Pathrow ist gut. Blankrune. Pathrow zweimal. Chera. Yera. Okay, da ja nicht reinrennen. Okay. Ja, gut. Es kann natürlich sein, dass immer, wenn ich das sage, das Gegenteil passiert. Jetzt auch mal abwarten. Das viermal Pathrow? Dann nehmen wir natürlich eine Pathrow mit, ne? Zum Bossi. Von mir hat keiner zu nahe von euch Arschlöchern. Ich sag's euch, Kathedrale wird hart für mich, wenn ich so weit komme. Ich hasse Kathedrale mit so wenig Damage. Da muss ich die Gegner so lange hinhalten. Ich habe jetzt eigentlich auf eine Elgis-Rune gehofft. Fuck. Ja, dieses Betrayal hier ist das jetzt gar nicht schlecht, wenn du so wenig Damage hast. Oh-oh. Was willst du da machen? Kommen da nochmal zwei raus. Toll. Gib mir noch ein Herzen. Yes. So. Utero 1. Oh nee, ich kann nicht fliegen. Könnte schon... Scheiße. Könnte schon hart werden. Ich muss nah ran, ne? Ja, wo kickt der jetzt hin? Jetzt wird's schwierig. Scheiße, das wird verdammt eng. Boah, vier Herzchen. Jetzt kommt Krampus, ich weiß, es kommt Krampus, ne? Immer die Pathrow mit da rein. Ja, klar. Macht der auch mal irgendwas? Oh! Das ist wichtig. Ja gut, das brauche ich nicht mitnehmen, ne? Dann nehme ich lieber hier den Damage ab mit. Ist mir irgendwie konstant wichtiger für die Kathedrale. Bremsen. Hallo. Cool wäre mir irgendwie noch lieber gewesen, aber... So, jetzt können wir das hier nochmal switchen mit Pathrow. Wir haben ja drei Pathrow noch, ne? Sensen sind geil. Jo, das war ein sehr wichtiges Item. Ach, da liegt auch eine Batterie. Ah, ne, brauche ich. Bringt mir ja gar nichts, eine Batterie. Ja, ne. Können wir auch nehmen, aber bringt ja jetzt nichts. So, zwei Chancen gibt's noch. Es muss nur einigermaßen irgendwas in irgendeiner Form mit Damage zu tun haben, dann mache ich das. Ein 5 Herzchen für Kathedrale, egal wie es läuft. Oder du bist natürlich ober der Boss. Regeneration NHP up, das wäre einfach ein Herzchen, ne? Nee. Das ist mir zu simpel. Oder das war das doch. Das war doch die Plazenta, ne? Ich natürlich eine Pathrow auch gerne mitnehmen würde. Also schlecht ist das jetzt nicht. Ist halt ein Leben mehr, ne? Aber ich krieg ja... Pff, nee. Ich switch. Pathrow. Yes. Absolut genial.
Boah, alles richtig gemacht. Dass so ein billiges, simples Spiel so spannend sein kann. Krass. Echt krass. So, wird der Winstreak auf 12, 13 gehen? Was mache ich denn? Warum gehe ich da überhaupt hin? Da kann doch gar nichts sein. Außer eine Joker-Karte? Oh, wir können Mega-Satan machen. Bestimmt nicht. Ah, oh, jetzt ist das doch schon geiler. Guck mal, wie der runtergeht. Das ohne. Wie viel haben wir denn jetzt? Ach, wir haben ja Mega-Damage jetzt. Hallo. Okay, gut. Ich sag nichts mehr, es ist alles gut. Alles gut. Oben rechts der Boss. Oh, ist ein weiter Weg. Und das ist ein Fieslingsraum, den hasse ich ja. Nicht so viel. Das war selten dämlich. Trotzdem aufpassen, ne? So easy ist es noch nicht. Das genommen? Ja, das Herzen genommen eben, ne? Alles gut. Dann gucken wir auch nochmal. Noch eine. Du hast jetzt aber, ne? Ja, wo hat der das jetzt? Nein, mach das nicht dahin. Ja, die Spinne kannst du dahin machen, geil. Ja, hallo. Ah, hab auf eine Elgis-Rune noch gehofft. Okay, die Get Free Out of Jail-Karte. Weiß ja nicht, ob die jetzt was bringt, irgendwie. Läuft. War der schnell eben. Ja, hallo? Och, Junge. Jetzt aber. Noch einer? Da. Schwarzes sogar. Das ist ja nett. Dankeschön. Ist ein Glück. Nee. Okay, Mami. Kein Devil Deal. Okay, dann halt Ned. Oh, wechsel mal kurz zum Handy. Kannst du machen. So. Ich habe ein bisschen Frameverlust. Keine Ahnung, ich habe auch noch Curse of the Darkness. Kampfraum will ich trotzdem reingucken. Oh ne. Das ist ein Arsch einfach nur. Death ist einfach ein Riesenarsch. Nein, nicht zweimal treffen lassen von dem. Boah, Herr Death ist echt mein Hassgegner. Ich habe mich auch meine, ich glaube, 7er, nee, die 5er Streak hat er mich mal gekostet. Ja, klar.
Okay. Der schießt, wenn er sich hinsetzt. Oh, der doppelt mega fette, natürlich. Wie soll es anders sein? Einfach sterben. Ja, das kann sein. Irgendwie, keine Ahnung. Jetzt ist es wieder ganz gut, aber ein bisschen. 1,45% der Frames gehen verloren. Ich weiß nicht warum. Die Einstellung wie immer. Minimal. Hier ist noch was. Warum ist die nur so kurz geflogen? Naja, wurscht. Warum ist da unten noch ein Herzchen? Der Black Lipstick. Wäre auch in Ordnung, glaube ich. Hier ist noch ein Herzchen irgendwo. Mal kurz, ich guck mal was. Ja, gehen ein paar Frames, gehen verloren. Irgendwie. Oh, danke. So, Boss. Okay. Nein! Ja, das ist halt mit meinen Reflections ein bisschen nervig. Ich muss dem halt gut Damage machen. Direkt am Anfang. Lauf nochmal rein. Nochmal. Unnötig. Okay. Das ist durch das Thema. Kiste. Aber ist nicht ganz so schlimm mit dem Lag, oder? Jetzt bin ich auch wieder im grünen Bereich. Jetzt passiert gerade gar nichts. Also im Moment scheint es zu gehen. Kane's Eye. Das ist nice. Das ist nice. Das ist nice. Wo ist der Boss? Da rechts irgendwo. Drei Bosse in einem Dings hier drin. Okay. Kisten werden wir jetzt nicht so viel bekommen. Leider. Da ist halt nicht so OP wie der letzte Run, ne? Das muss man halt einfach sagen. Leider. Aber kann ja auch nicht jeder Run so sein. Oh, zweimal. Der Megamon. Okay. Ist recht fix da, der junge Mann. Gut. The Moon. Wir können einfach mal machen, eigentlich, ne? Okay, das war unnötig. Mal gucken, ob hier es hier weitergeht. Ja, okay. Vielleicht hilft es ja, ein bisschen das Ganze abzukürzen. Sehr schön. Ah, wäre zu schön gewesen.
Muss ich echt hier oben rum? Ist das wieder so ein Hardcore-Dings? Ne. Auflaufen lassen nennt man das, ne? Ja. Das passt. Und wir haben einen Haufen Spinnen für den Boss noch. Sehr, sehr schön. Ja, komm, mit den Bomben nochmal hier testen. Nein. Hier kann er noch sein. Nein. Okay, gut. Dann Bosshaus. Da brauchen wir nur einen Pretty Fly, ne? Eigentlich kann ich fast stehen bleiben. Okay. Sehen. 13.